Warum ist der Findimeterschlauch 56 cm? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute im Video, warum der Hochdruckschlauch, der Findimeterschlauch, genau 56 cm lang ist. Wir haben euch hierzu ein Doppelgerät aufgebaut, hier mit einer Doppel-12, funktioniert natürlich auch genauso mit einer Doppel-8,5 oder Doppel-7. Wichtig ist der Flaschenabstand, letztendlich ist aber auch bei einem Monogerät hier kein großer Unterschied notwendig. Wie ihr seht, und damit sind wir eigentlich auch schon beim wichtigsten Punkt, durch den 56 cm Schlauch endet der Finimeter sehr nah hier an der Hüfte. Hier ist der Hüftgurt aufgebaut, der Schlauch kommt von oben runter und wird hier im D-Ring gesichert und damit hat er genau die richtige Länge mit diesen 56 cm, damit der Schlauch nicht deutlich über den Karabiner, wo das Ganze dann am Backplate oder am Harness gesichert ist, steht er nicht darüber hinaus. Das heißt, wenn ihr in einer horizontalen Wasserlage seid und sehr grundnah tauchen müsst, dass ihr den Grund berühren oder fast berührt, eben ihn aber nicht zu berühren, dann ist es wichtig, dass ihr keine Teile habt, die vom Körper unten abstehen, dass im Prinzip hier ein relativ schlanker Aufbau vorne ist und durch diese Variante kann der Finimeter fast nicht nach vorne weghängen und es ist nicht so wie bei einem klassischen langen Finimeter, der teilweise mit 90 cm Schläuchen ausgebaut sind, die dann hier auch irgendwo eingehängt wird, aber ihr dann im Prinzip durch einen langen Überstand des Schlauches diesen Finimeter die ganze Zeit durch den Dreck schleift. Das hat einmal Auswirkungen auf den Finimeter, für den es natürlich auch nicht ideal ist, wenn er die ganze Zeit am Boden entlang schrammt und ihr wirbelt damit auch Dreck und Sediment auf, was dann wieder die Sichtverhältnisse beeinträchtigt und ihr könnt natürlich auch, wenn dort irgendwelche Lebewesen, Korallen oder sonstige Dinge wachsen, diese damit zerstören. Aber körpernah das Ganze wieder getragen werden, dadurch 56 cm Schlauch. Dieser wird hier mit einem Karabiner gesichert, damit ist er immer an der richtigen Stelle. Ihr müsst ihn allerdings aushängen und nach oben nehmen, um darauf schauen zu können. Ihr könnt nicht einfach im komplett montierten Zustand, wie es bei einem 90 cm Schlauch ist, nach unten greifen, hochklappen und drauf schauen, sodass ihr euren Flaschendruck ablesen könnt. Ihr müsst hier schon ein bisschen mitarbeiten, aber mit ein paar Übungen auch wieder ist es überhaupt kein Problem, diesen Karabiner hier unten einzuhängen. Ihr werdet merken, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, es ist eine ganz normale fließende Bewegung. Ihr macht Klick und der Finimeter ist weggehängt. Also insofern überhaupt kein Problem. Dafür sehr stromlinienförmig und ihr wisst auch immer, wo euer Finimeter ist. Jetzt werden diese Schläuche auch mit 60, 62 cm ungefähr in der Länge angeboten. Auch das funktioniert. Dann habt ihr es ein bisschen komfortabler beim Ablesen. Müsst vielleicht nicht immer aushängen, sondern es reicht, wenn ihr ihn so nach oben biegt. Kann man machen, ist immer noch okay. Aber alles, was dann deutlich länger wird, macht keinen Sinn mehr. Damit habt ihr einfach zu viel abstehend von eurer Ausrüstung, was ihr wieder unten im Schlamm oder am Grund entlang schrammt. Ja, das war es dann auch mal wieder zum Finimeterschlauch, zum Hochdruckschlauch, warum er genau in dieser Länge gemacht wird. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, lasst uns darüber diskutieren, ob ihr vielleicht manche Dinge anders seht. Ansonsten freuen wir uns auch über jeden Daumen hoch und natürlich über jeden neuen Abonnenten, den wir erreichen können mit unseren Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.